Bisher habe ich wahrscheinlich nur gut geraten und dann habe ich den richtigen Weg gefunden. Oh, was bist du denn für einer? Stirb doch! Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Indie-Horror-Game und wir spielen Lost in Vivo. Ja, das ist eine Demo und ist von denselben Entwicklern wie Spooky's Jumpscare Mansion. Und ich bin sehr gespannt, ich weiß nicht, worum es hier geht. Wir starten einfach mal ein neues Spiel und es gibt es kostenlos bei Game Jolt. Und wir sehen hier Bilder. Oh, ein Hund, ein süßer Hund. Gewitter. Irgendein Wald mit Schnee. Noch irgendwas. Loading. Alles klar, wir haben gerade irgendwelche Bilder gesehen, ich weiß nicht wieso. So, und hier sind wir schon und die Grafik erinnert sehr an Spooky's Jumpscare Mansion. So, wir können sprinten. Hüpfen können wir nicht und wir sind hier irgendwo in der Kanalisation. Alles klar, da kommen wir nicht entlang. Schade. Was? Wo? Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Hilfe, ich habe die Orientierung verloren. Da kommen wir nicht lang. Sieht man. So, von da kam ich, glaube ich, ne? Dann muss ich jetzt hier rechts weiter. Ja. So, ich habe keine Ahnung, was hier noch passieren wird. Ob wir hier verfolgt werden, ob wir irgendwas... Ja, wir werden noch sehen, was hier passiert. Da ist Licht. Wir können die Lampe ausmachen. Ich lasse es aber an. Press Space to whistle. Wir können... pfeifen. Ist da ein Hund? War deswegen ein Bild vom Hund? Ich gehe mal hier geradeaus weiter. Weil wir von einem Hund verfolgt werden oder so. Hier scheint eine Sackgasse zu sein. Okay, wir haben einen Hund bellen gehört, als wir gepfiffen haben. Oh oh, wir können pfeifen. Wieso auch immer wir pfeifen können, wo soll ich lang? Da ist keine Sackgasse. Da ist wahrscheinlich eine Sackgasse, ne? Das Wasser. Nice. Okay, wir gehen einfach mal da weiter. Ich weiß nicht, was uns das Pfeifen nützen wird. Oh mein Gott, ich hasse solche Ecken hier. Da würde ein Jumpscare sehr gut einen erwischen, wenn bei solchen Ecken, wenn man da nicht so gut rumgucken kann. Man kann auch nicht mit Q und E sich so seitlich lehnen. Hier ist eine Sackgasse. Hier ist keine Sackgasse, glaube ich. Also what the fuck? Hier ist voll das Labyrinth. Wieso? Das Licht. Da gehen wir gleich mal lang. Da ist eine Sackgasse. Was will ich? Wir hören immer wieder den Hund. Da ist ein Licht. Hä? What the fuck? Alter, was ist das für eine Ecke hier? Was? Was passiert hier? Ich weiß es nicht. What the fuck? Okay. Da waren komische Sounds, die mir Angst gemacht haben. Ich kann immer noch pfeifen. Wir hören den Hund immer noch. Wo soll ich lang? Ich gehe rechts lang. Also nicht, weil hier eine Sackgasse ist. Was? Delto. Nice. Geil. Okay, bis jetzt schon ziemlich interessantes Spiel. Ich gehe da mal links lang. Oh, Sackgasse. Nope. Keine Sackgasse. Wo geht's hier lang? Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Ich weiß auch nicht, wieso ich hier lang gehe. Alter. Ist voll creepy hier. Und die Grafik ist voll nah rangezoomt irgendwie. Damit wir uns wahrscheinlich noch besser erschrecken können.
Das ist ein Fernseher. Da ist irgendwas Ekelhaftes in dem Fernseher drin. Warte mal, wieso ist das so nah gezoomt, so reingezoomt? Da haben wir einen Hammer. Ich glaube, den können wir aufheben, weil in den Screenshots habe ich einen Hammer gesehen. Ja, den können wir aufheben. Jetzt haben wir einen Hammer und können um uns schlagen. Ja, geil. Das ist geil. Können wir irgendwas damit töten? Hundi! Oh, hallo Hundi! Hallo Hundi! Ich glaube, der Hundi ist lieb. Müssen wir durch den Hundi wahrscheinlich den Weg finden. Bisher habe ich wahrscheinlich nur gut geraten und dann habe ich den richtigen Weg gefunden. Oh, was bist du denn für einer? Stirb doch! Was, ihr Kill? Kill den! Kill den, Motherfucker! Was? Was bist du für einer? Wir können uns ducken. Alter, was ist... Was sind das für laute Stampfgeräusche? Schnell weg hier. What the fuck? Okay. Das ist creepy. Das Game ist... Hören wir den Hundi trotzdem oder haben wir jetzt das Monster zu uns gelockt? Was? Hilfe, ich habe die Orientierung verloren. What the fuck geht hier ab, Alter? What the fuck? Okay. Alter, was sind das für Sounds? Und die komischen Viecher, was wir... Also, ja, das komische Viech, was wir erledigt haben, hat sich... sah irgendwie aus wie so ein Viech aus Cry of Fear. Es hat mich sehr an Cry of Fear erinnert, das Viech. Gott, was ist da jetzt hinter dem Zaun? Ich will es gar nicht wissen. Ich will hier einfach weg. Geh weg, Alter, geh weg, geh weg, geh weg. Mit diesen komischen, creepy Sounds, Alter. Was ist das für ein Flackern? Hör auf damit. Ich mag das nicht. All hope, abandon, yeah, ja, bla bla bla. Ich möchte hier... Oh, das wollte ich gar nicht. Den Hundi hören wir nicht mehr. Wieso... Ist es hier so komisch? Können wir es kaputt machen? Hä, ja, was können wir da... So. Hä, wieso können wir... Was bringt... Ich habe keine Ahnung. Gut. Das können wir nicht kaputt machen. Nope, das geht leider nicht. Oh Mann. Wieso flackert es so komisch? Alter. Schnell weg hier, Alter. Das ist so creepy hier. Wo? Hä? Warte mal. Scheiße, ich habe die Orientierung verloren. Von da kam ich. Okay, hier lang. Gut. Oder so. Alter, Mann, so komische Sounds, Alter. Das geht ja gar nicht klar. Was ist das jetzt? Wieso? Hör auf damit. Ich habe einen Hammer. Ich warne dich. Da ist ein Zaun. Schnell weiter hier. Alter. Ich will nicht mehr. Hilfe. Lass mich hier weg. Da geht's raus. Ja, was heißt raus? Hier geht's irgendwo hin. Noch tiefer oder was? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Und so. Aua. Hilfe. Wo sind wir? Wir sind irgendwo im Nirgendwo. Die Umgebung erinnert mich sehr an Silent Hill. Oh, es hat, glaube ich, gespeichert. Ein Hundepfötchen. Den Hundi hören wir nicht mehr. Aber bis jetzt hat... Ja, bis jetzt ist das Spiel schon ziemlich gut. Also es ist eine ziemlich gute Idee, finde ich. Mit dem Hundi, den wir jetzt leider nicht mehr hören können. Der uns leider nicht mehr den Weg weisen kann. Ja, ist eigentlich ziemlich cool. Ein ziemlich interessantes Konzept. Würde ich mal so meinen. Mann, hör auf zu flackern, Taschenlampe. Da ist ein... Was ist das jetzt? Nein. Alter, geh weg von mir. Ekelhafte Geräusche. Okay. Alter, die Soundkulisse ist ziemlich krank. Schissel. Hilfe, ich will nicht mehr. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe spielen. Ich mag keiner. Was? Okay.
Was ist das da? Ich will es gar nicht wissen. Ich will hier einfach nur weg. Widerlich. Widerlich. What the fuck? Okay. Egal. Ja, wir stellen das gar nicht in Frage hier, was hier geschieht. Wir nehmen es einfach hin, so wie es ist. Denn hier gibt nichts Sinn in diesem Game. Diesem Spiel. Was bist du für ein Viech? Kann ich dich töten? Kann ich dich töten? Kann ich dich töten? Ja. E-Kill. Wieso muss ich E klicken zum Killen? Das weiß ich nicht. Wieso sehe ich jetzt rot? Alter, wieso sehe ich jetzt rot? Wieso habe ich jetzt gepfiffen? Okay, das Rote geht weg. Okay, ich dachte schon, jetzt muss ich mit diesem Roten im Auge hier rumlaufen. Mit diesem Rot im Auge. Ich habe ein bisschen Blut ins Auge bekommen von dem Viech. Wo jetzt lang? Hier? Das sieht irgendwie richtig aus und irgendwie angsteinflößend. Ich will hier nicht hin. Was ist das jetzt hier? What do you offer? Hä? Da steht doch nicht mal was. Hä? What do you offer? Ja, keine Ahnung, was kann ich hier klicken? Ach so. What do... Hallo. Wofür ist das? Was, wenn ich da... Was passiert? Braucht man dafür... Braucht man dafür irgendein Passwort? What the fuck? Also ich will mal was ausprobieren. Was muss ich da machen? Wahrscheinlich komme ich da noch nicht hin oder so. Warte mal. Was? Da ist doch was. Ich habe da was gesehen. Okay. I don't know. Ist mir auch relativ egal. Wir gehen einfach mal da weiter oder so. So, hier war's, ne? Hier müssen wir lang. Hundi! Was passiert jetzt? Lost in Vivo. Okay, das scheint es gewesen zu sein. Die Demo. Und ja, ich fand es schon ziemlich interessant. War auf jeden Fall eine gute Idee. Eine ziemlich coole Idee. Und irgendwie auch mal ein anderes Horrorspiel. Hat sich sehr von anderen Horrorspielen unterscheidet, fand ich. Und ja, Dog Fragezeichen. Geil. Ja, wenn ihr es selber spielen wollt, der Link ist in der Beschreibung. Und ja, wenn es euch gefallen hat, special thank you. Ja, dankeschön. Dank. Ja, egal. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.